Oh, was haben wir denn hier Schönes? Guckt euch das mal an. Servus und herzlich willkommen zurück aus der Winterzeit. Der Sommer steht vor der Tür, der Frühling sowieso. Und ich habe gesündigt. Hinter mir steht's. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Nämlich jetzt in diesem Video werde ich euch zeigen, was da drin steckt, wie es aussieht, wie sehr es mir gefallen hat und wie sehr ich es euch empfehlen kann. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei und los geht's. Es riecht. Oh mein Gott, ist das schön! Geil, richtig schön. Oh Gott, wie das riecht. Leute, das riecht so geil. Ah, oh, mit der Schiffe. Und um die geht's. Werkzeug ist keins dabei. Ich schlag mich irgendwie gerade durch hier, denn für mich ist es tatsächlich auch das erste Mal, dass ich so ein wunderbares, tolles Fahrrad kriege und das mir mal selber eben zusammenbaue. Ich habe jetzt noch nicht das absolut passende Werkzeug dafür. Ich versuche gerade noch, ich weiß, ein bisschen zu improvisieren. Soll man vielleicht nicht machen. Jedenfalls versuche ich es jetzt weiterhin. Es hat geklappt, wa? Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Sieht man mich eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Wir sind soweit vorangekommen, passt auch eigentlich alles. Ich bin mir nur manchmal nicht so ganz sicher. Und vor allem, was ganz anders ist, ist dieser im Sattel nämlich, befindet sich der Akku für die elektronische Schaltung. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, welches Kabel wo genau reingehört. Deswegen fahre ich jetzt tatsächlich noch, oder was heißt fahren, gehe ich zum Rose Bike Store in München und lasse mir das nochmal genau zeigen, weil das ist es mir wert. Da will ich jetzt nichts Falsches anbringen. Ansonsten, Pedale sind dran, die Reifen sitzen. Das klingt auch soweit ganz gut. Und es riecht immer noch so schön. Ich freue mich drauf, es wird sehr, sehr cool. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt fahre ich zum allerersten Mal mein neues Rose Reveal AL mit elektronischer Schaltung. Noch nie vorher gefahren. Hier ein paar Testwege auf der Theresienwiese. Oh, jetzt läuft es doch schon sehr gut. Die Klickpedale passen auch wunderbar. Gas geben, richtig Bock macht. Dann schauen wir mal zum Tegernsee, würde ich sagen. Fahren wir hier am Tegernsee, mal eine kleine Gravel-Schotterecke, aber es geht gut beim Rennrad. Und schaut euch mal dieses tolle Panorama an. Geil, richtig geil. Ich bin richtig begeistert. Und da vorne sind die Berge. Dann schauen wir mal, ob wir drumherum kommen heute noch. Ist ein bisschen spät schon und ein wenig frisch. Aber trotzdem sehr schön. So, jetzt starten wir mal durch. Heute erstes Mal. Ah ja, so, die Saison beginnt jetzt langsam. Es ist jetzt Ende März. Das Wetter reicht auf jeden Fall schon aus für eine kleine Tour. Denn, hier seht ihr es, ich will heute zum ersten Mal eine kleine Runde drehen. Tatsächlich nur eine kleine, ich muss mal gucken. Hier in Gmund am Tegernsee gestartet da hinten. Und jetzt fahre ich mal hier Richtung Tegernsee entlang am Südufer und dann wieder hier rauf. Ist auf der Seite auf jeden Fall so ein bisschen mehr Straße, muss ich mal schauen. Aber ja, ich freue mich drauf, wird richtig geil. Wetter passt, warm genug ist es auch. So, zu meinem Fahrrad, das große, große Highlight heute. Das neue Rose Reveal AL mit Aluminiumrahmen, natürlich Carbonkabel und so weiter ist dabei, das wissen wir. Und der neuen elektrischen Schaltung, wie wir hier sehen können. Und vor allem auch da unten.
Da bin ich schon sehr gespannt. Bisher finde ich sie sehr cool. Sie gefällt mir. Was gibt es noch zu sagen? Ganz normal die hydraulischen Bremsen mit dabei. Die Arschrakete vom vorherigen Fahrrad habe ich noch mit dazu gepackt. Jetzt sieht es in schwarz und es sieht viel geiler aus. Also ich bin richtig begeistert. Und was ich mir neu besorgt habe dazu, ist so eine kleine Klickflasche. Hier seht ihr das. Das ist so ein bisschen mit Magnet und so weiter. Und dann ganz leicht, zack, zack, und drauf ist sie. Finde ich sehr praktisch. Genau. Verlinke ich alles mal unten in die Videobeschreibung mit rein, die ganzen Sachen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier losziehen und dass endlich dieses Jahr losgeht. Ich habe mich so gefreut. Ja, mein altes Rad habe ich tatsächlich verkauft, ganz spontan. Das war das Cube Crossbike 2022, das in Blau, wenn ihr euch noch erinnern könnt. In den alten Videos hat man es ja mehrfach sehen können. Das ist mein meistgenutztes Fahrrad gewesen. Aber ich habe mir gedacht, ich steige tatsächlich mal richtig um auf Rennrad. Genau, und bisher sehr geil, sehr on fire. Also, los geht's ins Jahr 24, in die Saison. Irgendwas piept hier. Das ist meine Drohne. Es war nicht die Drohne, es hat sich die Fernbedienung von meiner Drohne etwas selbstständig gemacht. Und macht sich dann bemerkbar. Also, dann reiten wir mal los um den Tegernsee und schauen wir mal, ob wir rechtzeitig wieder ankommen. Zum ersten Mal auch mal wieder. Ich habe neue Pedale mit drauf getan. Und zwar Dual Pedals, die also beidseitig befahrbar sind. Mit Clickies und auch ohne. Und zwar ich gerade mal wieder ohne. Ist auch mal wieder angenehm. Und fühlt sich super an. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das fühlt sich schon mal so geil an. Viel besserer Rollwiderstand als früher noch. Schaut euch mal das an. So schön. So schön. Die Haltung verläuft sehr schön, sehr angenehm. Tegernsee im Frühjahr. Besser kann das Frühjahr nicht starten. Jetzt schon im März oder noch im März mit einem neuen Bike, neuen Fahrgefühl. Und wir haben heute ungefähr 20 Kilometer nur. Das passt ideal zum Einradeln. Angekommen am Südufer, das dürfte irgendwie Rottach-Egern, glaube ich, sein. Das ist der Blick und da geht es dann rüber Richtung Norden. Hier habe ich jetzt mal schön geparkt, eine schöne Frühlingswiese. Und hier nochmal der Part zu den Pedalen von Shimano, also wie gesagt beidseitig. Hier für Clickies und hier für normal und das hält sich super. Ein sehr schöner Grip, werde ich auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung packen. Genau, hier sieht man nochmal einen schönen Blick aufs Radl, auf mein neues Radl. Das Einzige, was noch mir nicht so gefällt bisher, ist der Sattel. Also der ist ganz gut, aber bisher, wie soll ich sagen, ja, brennt der Arsch noch ein bisschen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich aus dem Winter gerade komme und noch nicht wirklich gewohnt bin zu radeln. Das könnte auch sein. Also schauen wir mal, ob das sich noch bessert. Das muss ich nochmal anders einstellen oder so. So, dann geht's weiter Richtung Gmund im Norden vom Tegernsee. Juhu! Es stinkt nach Kuhscheiße! Kuhscheiße! So, jetzt mal gerade den höchsten Gang ausgefahren, richtig geil. Nun ist die Tour schon wieder fast vorbei. Wir sind angekommen am Nordufer bei schönem Sonnenuntergang oder
schönem Licht hinter mir. Wir sind ungefähr 200 Kilometern zurück in Gmund. Die westliche Seite des Tegernsees, wie ihr gesehen habt, war schon stark befahren. Aber es sind eigentlich ganz gute Fahrradwege. Also von daher, um auch mal auf den Punkt zu kommen, am Tegernsee zu radeln, ist sehr schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und es ist noch nicht so warm, aber es ist schon sehr frühlingshaft. Das finde ich super. Aber schon ein bisschen frisch jetzt am Abend, definitiv. Ich bin total begeistert. Hat Spaß gemacht. Geiles Fahrrad. Geiler Tegernsee. Kommt raus, fahrt die Runde. Kann man auch immer noch easy nachmittags machen. Hat echt nicht lange gedauert. Ich glaube nur 2 Stunden oder so. Wenn überhaupt. Den Streckenverlauf habt ihr gesehen während dem Video. Müsste eigentlich soweit passen. Die Strecke auf Komoot auf jeden Fall vermerkt. Unten in der Videobeschreibung mit dabei. Könnt ihr euch also gerne gönnen und nachfahren. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und inspiriert. Dann lasst bitte einen Daumen da, natürlich. Und um keine weiteren Videos dieses Sommers, dieses Jahres zu verpassen, auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank an der Stelle. Und ich muss noch an meiner Fitness arbeiten, merke ich gerade. Ja, ja, so ist das im Frühjahr. So schön. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start in dieses Jahr. Seid schön fleißig am Fahrradfahren. Und denkt immer schön an die Umwelt, gell? Keinen Müll in die Gegend werfen und so weiter. Und vor allem, fahrt zum Tegernsee raus unter der Woche. Einfach mal frei nehmen bei schönem Wetter. Und ist auch nicht so viel los. Angenehmer auch in den Zügen. Und könnt ihr es schön genießen hier. Also, in diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Servus. Juhu!